Das Jahr 2015 geht zu Ende und die Anzahl der verfügbaren Warframes, Primes nicht mitgezählt, hat sich von 22 auf ganze 27 erhöht. Excalibur, Saren und andere haben große und kleine Veränderungen bekommen und sind dadurch ebenfalls stärker vertreten. Daher möchte ich jetzt mal erklären, welche Warframes in eurem Arsenal auf keinen Fall fehlen dürfen und wieso. Wenn ihr zu einem Warframe mehr wissen wollt, findet ihr sowohl im Video selbst als auch in der Beschreibung Videolinks für die Warframes, die bereits ein eigenes Video von mir haben. Beachtet außerdem, dass dies nur die Must-Have-Frames sind. Es werden immer wieder neue Synergieeffekte entdeckt, vor allem wenn ein neuer Frame released wurde. In diesem Zusammenhang kann jeder Warframe für eine bestimmte Situation nützlich sein, weshalb es sinnvoll ist, sein Arsenal konstant zu erweitern. Nummer 11. Rhino ist, abgesehen von Oberon, der erste Warframe, den ein neuer Spieler suchen und bauen kann. Er war schon vorher ein guter Anfänger-Frame, und jetzt, wo Eisenhaut skaliert, sollte er auch im Endgame ein guter Tank sein. Außerdem kann er sowohl den Schaden seines Teams erhöhen, als auch Masse kontrollieren. Das hier ist aber mehr ein Ehrenplatz. Die richtigen Top 10 kommen jetzt. Nummer 10. Mac ist wohl der nächste Frame auf der Buff-Liste, aber sie ist schon jetzt eine Massenvernichtungswaffe gegen Corpus und zum Teil gegen Corrupted. Wenn ihr schwere oder lange Missionen gegen die Corpus macht, nehmt auf jeden Fall eine Mac mit und rüstet nicht die Schilddisruptor-Aura aus. Mit dem Augment-Schild-Transferenz könnt ihr euch sogar Umlenkung sparen und euch einfach die Schilde eurer Gegner nehmen. Nummer 9. Volt hat zwei wichtige Dinge, die für ihn sprechen. Zum einen hilft seine Geschwindigkeit bei Speedruns und erleichtert das Tragen des gebundenen Drachenschlüssels. Zum anderen ist ein elektrischer Schild nahezu undurchdringlich und verstärkt eigene Waffen, deren Projektile den Schild passieren. Auch wenn der Schild nicht mehr die Reichweite von Strahlenwaffen erhöht, solltet ihr Volt nicht verkaufen, wenn ihr ihn als Starter gewählt habt und ihn bauen, wenn ihr ihn ohne großen Aufwand bekommen könnt. Nummer 8. Excalibur ist seit seinem Rework einer der stärksten Warframes im Spiel. Seine erhabene Klinge erzeugt Energiewellen. Muss ich mehr sagen? Okay, wenn euch das nicht reicht, kann Excalibur mit radialer Todesstoß sehr hohen Finisher-Schaden austeilen, welcher Schilde und Panzerung ignoriert. Nummer 7. Vauban wird vor allem in Verteidigungsmissionen gegen Infizierte oder Sewer Camp Runs in der Void benutzt. Seine Bastille und sein Vortex machen ihn hierfür ideal. Aber auch in anderen Missionen ist ein gut gespielter Vauban ein Segen. Leider ist er schwer zu bekommen, da seine Teile nur über Alarmierungen erhältlich sind. Nummer 6. Necros ist aufgrund seiner Entweihfähigkeit sehr begehrt. Sie vereinfacht Überlebensmissionen, sorgt für große Mengen Gesundheitskugeln und Munition und erleichtert das Farmen von Rohstoffen und Mods. Er kann auch anders gespielt werden, aber es ist das Entweihen, was ihn zur Priorität macht. Nummer 5. Nyx ist die Königin der Massenkontrolle. Egal wie stark Feinde im Endgame werden, Nyx sorgt dafür, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind. Also versuchen sich gegenseitig umzubringen. Im Raid Gesetz der Vergeltung ist Nyx ebenfalls sehr nützlich, da man dort eigentlich möglichst wenige Gegner töten und sich stattdessen dauerhaft mit möglichst viel Massenkontrolle belegen will. Nummer 4. Frost ist in Verteidigungs- und Ausgrabungsmissionen wichtig, um dort die Kapsel und Bohrer zu schützen. Spätestens seit seinen Buffs ist er aber auch für Solospieler interessant, die gerne defensiv spielen. Nummer 3. Nova ist einer der mächtigsten Warframes im Spiel. Sie hat bis zu 75% Verlangsamung, doppelten Schaden und explodierende Gegner in einer Fähigkeit. Ihr Antimaterietropfen kann große Schadensmengen speichern und dann auf Gegnergruppen gelenkt werden, während ihr Wurmloch ihr eine gute Beweglichkeit gibt. Wenn ihr sie für negative Kraftstärke baut, beschleunigt sie Gegner, was sinnvoll ist, wenn ihr Verteidigungen farmt, von denen ihr wisst, dass ihr sie sowieso schafft. Nummer 2. Manche wird es überraschen, aber der Frame mit den größten Ohren im Spiel ist nicht auf Platz 1 dieser Liste. Zwar kann er praktisch dauerhaft unsichtbar sein, hat mit radialer Entwaffnung eine gut skalierende vierte Fähigkeit und kann mit dem Augment strahlender Entwaffnung eine Möchtegern-Nyx sein, aber letztendlich kam er mit knappem Unterschied zum ersten Platz auf Platz 2 dieser Liste. Nummer 1. Trinity, Tank, Support und Healer in einem. Egal was ihr tut, Trinity ist in nahezu jedem Team willkommen. Viele wollen sie zwar nur als Akkuladegerät, aber wenn man es richtig macht, hat Trinity durchgehend 75% Schadensreduktion mit potenzieller nahezu Unverwundbarkeit für das gesamte Team. Und sie macht sich ihre Energie einfach selbst. Das sind die Warframes, die meiner Meinung nach in keinem Arsenal fehlen dürfen. Wenn ihr andere Frames kennt, die eurer Meinung nach jeder haben sollte, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Die Warframes in dieser Liste, die kein Video von mir haben, sind übrigens weit oben auf der Prioritätsliste. Beobachtet also den Kanal, wenn euch das interessiert. Wir sehen uns dann.